Messerattacke und ein Schwerverletzter in der vergangenen Nacht in Hamburg-Altona. Gegen 1 Uhr nachts eskaliert scheinbar ein Streit unter mehreren Jugendlichen im Bertha-von-Suttner-Park an der Max-Brauer-Allee. Anwohner hören laute Schreie und sehen Jugendliche in Richtung des naheliegenden S-Bahnhofs Holstenstraße weglaufen. Umgehend rückten Feuerwehr und Polizei an und können im Hinterhof eines Mehrfamiliengebäudes einen Mann mit einer Stichwunde am Oberschenkel auffinden. Ein Notarzt versorgt ihn vor Ort und verabreicht Medikamente. Anschließend wird der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Unterdessen begann die Polizei mit der Suche nach dem möglichen Tatwerkzeug sowie nach weiteren Spuren. In der genannten Laufrichtung der möglichen Täter fanden sie am S-Bahnhof frische Blutspuren. Nach erster Vermutung muss mindestens eine weitere Person verletzt sein. Vermutlich stieg die Gruppe anschließend am S-Bahnhof in ein Taxi und flüchtete. Die Polizei ermittelt nun die weiteren Hintergründe zur Tat.